Von unten nach oben, warte, dann muss ich aber so, oder? So? Okay, so. Ja, es ist wieder Inlauf. Es ist doll. Und, ja. Jetzt haben wir die Fahrt verloren. Okay. Ich komme da dazu. Hallo, heute ist In Love in Innsbruck. Wir haben uns wieder getroffen. Es ist wunderbar. Du hast sogar deine Freundin mitgebracht. Ja. Aber die ist kamerascheu. Ja, ja, leider. Und du bist? Die Anna. Woo! Kamera, Mikrofon mehr zu Hanna. Okay, Anna. Wenn es euch immer scheiße geht oder alles, immer dran denken, das Leben ist schön. Es ist das schön. Das Leben ist schön. Hallo liebe Nosy Rosies, wie ihr gerade gesehen habt, die Inlove hat stattgefunden. Ich habe unter anderem die Lara wieder getroffen, es hat mich sehr gefreut. Wir haben super Wetter gehabt, es war ein tolles Fest. Einen Eindruck davon könnt ihr euch selber machen. Wir haben ein kurzes Video zusammengeschnitten, das findet ihr auf dem YouTube-Kanal der Grünen Andersrum oder auch der Rosi Tirol. Den Link dazu gebe ich euch in die Kommentare oder ich blende ihn ein, mal schauen. Warum ich euch das erzähle, wodurch das Wochenthema HIV und AIDS lautet. Ganz einfach, es waren auch verschiedene Beratungszentren auf der Inlove. Unter anderem habe ich den Matthäus getroffen, der arbeitet für die AIDS-Hilfe Tirol und den habe ich gebeten, sich kurz vor die Kamera zu stellen. Und was dabei rauskommen ist, das seht ihr jetzt. Ja, junge Schwule, junge Lesben, Thema Gesundheit, sexuelle Gesundheit. Wichtig dabei ist, gut auf sich zu achten. Einerseits gerade im Coming Out, wenn man merkt, man ist eher ein bisschen depressiv, hat Selbstmordgedanken, nicht zögern, sich Unterstützung zu holen. Was zuerst wie ein großer Berg ausschaut, ist dann später eines Tages vielleicht nur mehr ein kleines Hügelchen. Und man kann Lust und Liebe mit viel Spaß entdecken. Bei jungen Schwulen vielleicht ganz wichtig auch darauf zu achten, sich vor einer möglichen HIV-Infektion zu schützen. Wenn man eine Risikosituation hatte, darauf denken und darauf achten, dass man sich auf HIV testen lässt. Denn die gute Nachricht ist, wenn man auch HIV-positiv sein sollte, mit Hilfe der Medikamente heute kann man jahrzehntelang damit leben. Und für beide Teile noch einmal viel Spaß beim Entdecken der eigenen Lust und Liebe. Und das ist eigentlich das Wesentliche. Bedenklich bei diesem Thema generell ist, dass der sexuelle Kontakt zwischen zwei Frauen nicht als Risikofaktor gilt. Und das ist meiner Meinung nach ein Problem. Es ist nämlich der Grund, warum das in vielen Aufklärungsbüchern oder Zeitschriften unter den Teppich gekehrt wird. Tatsache ist aber, dass immer ein gewisses Risiko besteht. Es muss ja nicht immer HIV sein, es gibt auch noch verschiedene andere Krankheiten, die man übertragen kann. Das fängt bei Hepatitis an, geht über verschiedene Pilzerkrankungen, ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall ist es immer sinnvoll, sich und seine Partnerin bzw. seinen Partner zu schützen. Und wie der Matthäus schon sagt, es geht um die eigene Gesundheit und die muss es einem auf jeden Fall wert sein, dass man drauf schaut. Zu dem Thema noch ganz interessant. 2013, genauer von 12. bis 15. Juni 2013, findet in Innsbruck der deutsch-österreichische AIDS-Kongress statt. Wir rechnen mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bin schon sehr gespannt. Natürlich werde ich mit der Kamera vor Ort sein und für The Nosy Rosie ein Video drehen. Ihr seid dann die Ersten, die das zu sehen bekommen. Sonst, ja, Montag, da lade nicht nur ich meine Videos hoch, sondern auch die Rosi. Sie hat auch diese Woche wieder ein Buch vorgestellt und freut sich bestimmt, wenn ihr euch das kurz anschaut. Das war's auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und freue mich auf den nächsten Montag. Tschüss!